Wir haben ja noch etwas, und zwar müsste das bei den Quizgegenständen sein, genau das Heilmittel gegen den Morgendorn. Haben wir noch was Besonderes? Naja, das ist die Schatzkarte von dem Wirt bei der Zollfestung. Zu der sollten wir dann auch bei Gelegenheit, sobald wir Ardu geheilt haben, zurückkehren und mal gucken, was es mit dem Schatz auf sich hat. Ah, hier ist schon der Ausgang. Sehr schön. So, da sind wir auch schon wieder draußen. Mal kurz auf die. Für was die Elfen fragen, frage ich mich gerade. Die ganzen Dinger sind ja hier eingezeichnet. Aber nee, das wäre Schummeln. Deswegen, welchen Elfen sollten wir nochmal fragen? Ah ja, hier Saliel, also die Anführerin. Ja, Sohn des Zwergenvolkes. Oh, sie redet mich ganz nett an. Ah ja, genau, dieser Targatz hat die Rondra-Gewalt ja verflucht. Also fragen wir sie mal, ob sie was von dem gehört hat. Der Name birgt eine Dissonanz, die mich erschaudern lässt. Aber er sagt mir nichts. Warum fragst du? Der Geist einer Rondra-Gewalten erzählte mir von ihm. Ja, genau. Was ist mit diesem Targatz? Er ist in die Ruine da, in die Bosparan-Ruine eingedrungen. Oh ja, ich weiß, von wem du sprichst. Das war der Mensch, der zu dem Übel hinunterging. Er brach vor Jahrhunderten unseren Schutzbann und rief dort Zertaubrer herbei. Wir töteten ihn schließlich. Jetzt muss ich gerade überlegen, was Zertaubrer nochmal war. Aber fragen wir mal. Fragen wir sie mal ein bisschen aus darüber. Also erstmal. Nee, fragen wir sie gleich, ob sie weiß, wo die Gebeine der Gewalten sind. Er hat Knochen vergraben? Nein, davon weiß ich nichts. Mist. Wie konnte er den Bann brechen? Mit machtvollem Zertaubra. Wir mussten ihn danach im Salasandra neu errichten. Und wo habt ihr den Paktierer getötet? Auf dem Weg zur Ruine, nahe dem Wasser, nahe unserem Baum. Sein Leib lag unter dem ersten Säulenpaar. Ah ja. Danke. Also hier irgendwo müsste er dann liegen. Jetzt gehen wir aber erstmal zu Linwin. Ich grüße dich. Und kaufen Pfeile. Was? Drei, vier, fünf. Und Bolzen. Eins, zwei. 3, 4, 5. Okay, jetzt sind wir ziemlich arm. Deswegen sollten wir auch mal was verkaufen. Die Geodenrobe zum Beispiel brauchen wir nicht mehr. Der Amazonensäbel. Das hier brauchen wir auf jeden Fall nicht mehr. Also die Amazonenrüstung. Weil, soweit ich weiß, ist Ardu das letzte Gruppenmitglied und Fyris wird sich nicht in so eine Rüstung zwingen können. Also, beziehungsweise ich denke mal nicht, dass sie es macht. Das würde auch ein bisschen komisch aussehen. Vor allem, weil die Behinderung ziemlich groß ist. Da bräuchte man schon Rüstungsgewöhnung. Und das hat Fyris ja nicht. Puh, seltene Münzen. 23 Dukaten. Ja, die können wir auf jeden Fall verkaufen. Und die alten Bronzemünzen. Haben wir vielleicht sonst noch was? Der Feenstaub ist gut was wert.
Der war ja, glaube ich, nur zum Verkaufen gedacht. Also verkaufen wir mal und die Streitkolben aus Stein können wir auch verkaufen. Silberketten. So. Jetzt sind wir schon ziemlich reich. Gucken wir mal, was können wir sonst noch verkaufen. Wir haben einen Haufen Sandstein. Ja, ich würde sagen, die Ogerkeule. Wer benutzt die bitte? Die brauchen wir auch nicht. Amazonensäbel haben wir 2 Stück. Wenn, dann heben wir nur einen auf. Silberringe. Vorgrim trägt ja die Scharfklinge. Oh, für Ardo. Die ist gut was wert. Also können wir theoretisch das Langschwert und den Buckler verkaufen. Ach, die Rüstung hebe ich mal notfalls auf. Und mach mal Handel abschließen. So. Jetzt geht's aber noch einmal eine Etage höher zum Alchemietisch, zum Labor. Und zwar Einbeersäfte machen. Und zwar machen wir am besten gleich mal 10 Stück, weil Na? Vorgrim hat Ja. nur noch einen und Kuano hat 2. Und ich sollte für Notfall auch mal 2 Stück in der Tasche haben. Ich bin ja vorhin fast gestorben und konnte nichts dagegen machen. Deswegen. Ach, machen wir gleich alle 14. Dankeschön. So. Gleich mal hier hinten zu den Gebrauchsgegenständen. Und dann mal aufteilen. 2 für mich. Und den Rest nochmal aufteilen. Geben wir Quano 5, dann hat er 7 und geben wir Vorgrim 7, dann hat er 8. So. Ja. 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 Okay. Und ich denke mal, den Sandstein können wir Vorgrim geben. Nüsse und sowas können wir hier runter tun. Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen ein Inventarsortierer. Was? Oh, Fyris hat ja noch die ganzen Tierausbeuten, wollte ich jetzt gerade schon sagen. Die können wir dann auch bei Gelegenheit verkaufen. Obwohl, der Giftzahn ist alchemistisch, den sollen wir behalten. Ja. Aber den Rest, Spinnendrüsen vor allem, sind ja ziemlich wertvoll. Und Felle können wir sogar, glaube ich, tauschen. So. Jetzt wieder zurück. Zum Reisepunkt. Ja, ich mache das per Schnellreise. Das ist, glaube ich, kürzer als wie wenn ich außen rumlaufe. Dann reisen wir kurz zu den Ruinen zurück. Gucken kurz nach den Überresten da. Beziehungsweise nach dem Toten, der die Rondrak-Geweihte verflucht hat. Der soll ja hier irgendwo. Boah. Zum Glück kann man in dem Spiel nicht runterfallen, das wäre unangenehm. Ich finde das schon irgendwie cool gemacht, dass man hier runter in den Tempel gucken kann. Da unten waren wir nämlich vorhin schon. Und hier kann ich nicht runterlaufen. Was soll das? Ah ja, hier kann ich runterlaufen. Also hier an den ersten Säulen haben sie ihn begraben. Gucken wir mal. Hier ist eine auffällige Stelle. Oh, wir haben ihre Gebeine gefunden.
Gut, das ist jetzt fast schon etwas zu einfach, muss ich zugeben, aber hier sind nicht die ersten Säulen. Vorgrim, warum kriegst du denn auf den Knien herum? Oh, tut mir leid. Tust du ja gar nicht. Kein Wunder, dass einem hier das Gras fast über den Kopf wächst. Mit ordentlichem Schneidewerkzeug können die Elfen wahrscheinlich gar nicht umgehen. Ja, sowas finde ich an dem Spiel echt genial, dass man die beiden vor allem so oft diskutieren hört. Ich bin mal gespannt, wie das nachher bei Ardo dann ist, wenn ich ihn in der Gruppe habe, was er so zu sagen hat. Also hier sind die ersten Säulen. Hier müsste er irgendwo theoretisch vergraben sein. Aber ich denke mal, ihn zu suchen, können wir uns sparen. Das kostet nur Zeit. Ne, da hinten liegt nur Bleichmond. Wir wissen aber auf jeden Fall schon mal, dass er gerne bei solchen Köpfen die Sachen vergraben hat. Deswegen können wir ja jetzt schnell die anderen Überreste holen und dieses Quest, diese Aufgabe gleich abschließen. Und ja, ich mache das absichtlich. Ich habe nämlich gerade irgendwie keine Lust, zu den Gargoyles wieder runterzugehen. Nimmt's mir nicht übel. Die sind doch schon ein bisschen nervig. Da hätte ich mich lieber weiter mit Skeletten rumgeschlagen. Aber man kann ja nicht alles haben, oder? Man muss sich manchmal auch mit nervigen Wassersperren rumschlagen. Sumpfranzen. Oh, nebenbei. Wir haben doch... Genau. Genau. Bring mich nochmal zurück zum Elfenbaum. Das will ich jetzt herausfinden. Und zwar müssen wir gucken, ob wir jemanden finden, der uns etwas Alraunenpulver verkauft. Ich grüße dich. Er wahrscheinlich nicht. Er sieht mir eher aus wie so ein Gebrauchshändler. Aber ich weiß, ich glaube, die Heilerin oben, die sich um Ardo kümmert, verkauft Alraunenpulver. Dann können wir auch gleich uns um diesen vermaledeiten Baum kümmern. Genau, sie hier. Schön, dich wiederzusehen. Ja, kannst du mir ein einziges Alraunen, oh, zwei Heller verkaufen? Dankeschön. Damit dürften wir jetzt wenigstens, genau, die Sumpfranzen-Heiltinktur. Genau.